Moin Moin, ich grüße euch zu diesem Video. Ihr seht, ich bin wieder mit Robert unterwegs. Hallo. Das heißt, wir sind wieder auf Lost Place Tour und heute eine Gastwirtschaft, die vom Vorbeilaufen schon ziemlich riesig aussah. Und wie es da drin aussieht, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hier ist auf jeden Fall schon mal der Haupteingang offen. Gucken wir mal hinein. Hier schon mal richtig komplett eingerichtet. Also, wow. Ist ja wirklich noch komplett eingerichtet. Scheiße. Darf man das überhaupt so? Scheiße. Oder sonst was gepiepst. Hier überall noch alles mit Unterlagen voll. Wow. Ja. Jetzt sieht man auch, warum das so groß war. Das war aber anscheinend mal eine Tennishalle. Aha. Krass. Ja, da hinten geht es noch weiter. Das ist eine Tennishalle, würde ich fast behaupten. Ja. Ja. Hier ist schon mal. Hier ist schon mal eine Bar. Aha. Kaminzimmer, Raucherzimmer, Toiletten. Boah, hier stehen sogar noch ein paar Gläser rum. Hier sind sogar noch Bierdeckel, original verpackt. Aber trotzdem einiges schon wieder durcheinander geschmissen. Aber dass hier überall die Scheiben noch drin sind, das wundert mich. Ja. Ja. Ach cool, hier ist sogar noch ein Bild von besseren Zeiten. Das sieht man sogar hier, sieht man sogar noch. Ich mach's mal anders. Ja, genau, so ist gut. Hier sieht man sogar noch jemanden auf dem Tennisplatz. Hier gibt es sogar noch einen Außentennisplatz. Ja, schauen wir später mal hin. Ja. Genau, den Balkon hier, den sehen wir da unten, würde ich sagen. Und hier sind wir anscheinend reingekommen in diesem kleinen Gebäude. Wir sind hier gerade hinter der Bar und haben hier nochmal ein paar Bilder gesehen, wie es eventuell damals ausgesehen haben könnte. Hier der Bereich zum Beispiel, das ist glaube ich hier in die Richtung. Das ist der von der Hose, ja. Ja. Dann hier, das ist hier, sieht nach dem Eingangsbereich aus. Aber hier sieht man die Bar, wo wir gerade dahinter stehen. Cool. Ja, aber von dem einstigen Glanz ist halt tatsächlich nicht mehr so viel. Hier ist noch eine halbvolle Flasche mit Eierlikör. Selbst im Zucker ist noch ein bisschen was drin. Die Blumen stehen auch noch nahezu unberührt hier, sind aber offensichtlich keine echten Blumen. Da gab es auch einen Skat. Oh ja, haben sie noch einen letzten Skatabend gemacht. Theoretisch. Also. Ah, guck mal. Hier waren Tennisbälle drin von Dunlop. Ich dachte, die machen nur Reifen. Okay. Hier sind noch mehr Bilder, aber das sind alles nur Postkarten, habe ich gerade festgestellt. Das sind alles Postkarten von dem Ort hier. Ich denke mal, hier kann man auch Urlaub machen. Konnte man. Konnte man. Da ist die Bar wieder. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch mal runter. Und hier
hat auch Robert gesagt, ist die Küche. Ja, eine kleine Küche, aber so noch recht solide eingerichtet. Ein Wunder sein, dass er jetzt nicht anspringt. Oh, hier das Geschirr reingestellt. Schön. Als hätten sie am letzten Abend gesagt, ach, warum sauber machen? Lass einfach liegen. Ja, so sieht's da aus. Bringt ja eh nichts, brauchen wir eh nie wieder. Hier ist noch Gewürzketchup. In der Spider-Man Edition. Robert, ich glaube, du hast gerade was Schönes entdeckt. Ja, Gerüche. Gott sei Dank ist es nur Geruch. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen. Also hier ist das Vorratslager. Und ja, ich glaube, in manchen von diesen Verpackungen ist durchaus noch was drin. Ja, da hinten sieht man noch ein paar Getränkeflaschen. Aber so wie der Robert reagiert hat, habe ich mir das tatsächlich ein bisschen schlimmer vorgestellt. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur... Ja, du bist doch schmerzresistent. Ne? Ja, hier noch ein paar Einweggläser. Einmachgläser meine ich. Oh. Selbstgemachte Marmelade. Und ist noch Mayonnaise, Ketchup. Ja, deswegen riecht sie so säuerlich. Ja. Oder wegen dem Zeug, was hier auf dem Boden vor sich hin siecht. Ach, guck mal, was wir hier gezogen haben. Ah, hier gibt es noch einen Keller. Gucken wir später mal zu den Toiletten. Ja, aber jetzt gucken wir uns erstmal hier den Kaminsaal ein bisschen an. Auf jeden Fall ist hier schon mal der Kamin. So. Hier auch schon ein bisschen auf dem Balkon zugewachsen. Aber ich könnte mir vorstellen, das war hier früher bestimmt mal richtig gemütlich. Hat man bestimmt mal die ein oder anderen kleineren Veranstaltungen machen können. Hier sieht man richtig schön, das hier war ja, wie man auf der Postkarte gesehen hat, noch gar nicht so zugewachsen. Im Gegenteil, es war noch mal ein richtig schöner Tennisplatz. Hier sieht man es noch, kann man es noch ein bisschen besser erahnen, dass das mal ein Tennisplatz war. Und da hinten, naja, auch gerade noch so. Aber ja, auch wenn man es nicht vorher auf die Bilder gesehen hätte, könnte man es nicht mehr so ganz glauben. Kaminzimmer noch mal eine Etage tiefer. Was haben wir hier alles? Auf jeden Fall hier sind noch ein paar Räumlichkeiten. Hier ist noch eine Räumlichkeit. Da geht es in die Tennishalle. Da unten, oh, Komfort steht da unten. So. Hier in die Tennishalle. Also, das ist die Tennishalle gewesen. Und den Spulen nach zu urteilen, sind wir nicht die Ersten, die hier waren. Ja. Konnte man hier Tennis spielen. Und da oben ist die Gastwirtschaft. Von dort aus hatte man dann einen prima Überblick hier über die Leute, die ja, eine Runde Tennis spielen oder vielleicht auch Badminton.
Hier geht es ja nochmal eine Treppe runter. Ich sehe da hinten noch irgendwas mit Komfort. Gucken wir mal, wie viel Komfort da ist. Und wenn wir hier durch sind, geht es hier noch tiefer. Mal gucken, was wir noch so alles finden. Ach du Scheiße, alles durcheinander geworfen wieder. Ja, hier liegt eine Krücke. Boah. Hier riecht's leicht mutig. Ach, was denn? Im Gegensatz zu drücken ist es noch ein bisschen. Na, ah, guck mal, hier so eine Art Spielecke für Kinder gewesen. Okay. Puh. Funktioniert noch. Du wolltest eh mehr Sport machen, hast du gesagt, ja? Bitte? Du wolltest eh mehr Sport machen, hast ja, du gesagt. Ja, ich muss was für meine Figur machen. Ja, gut. Was haben wir denn hier noch? Schlafzimmer. Aber ich glaube, das sind keine Gästezimmer mehr. Ich glaube eher, das ist schon wieder privat. Oh, ein Käfig. Von irgendeinem Tier. Hier ist schon mal eine Hundehütte. Ja, den Bildern, die wir oben hatten nach der Urteilung, gab es ja auch hier die ein oder anderen Haustiere. Da hinten liegt noch Brennholz gestapelt. Aber hier sieht man halt, ich denke mal nicht, dass das so zugewuchert war, als es verlassen wurde. Ja, und wenn die Angaben stimmen, die wir so herausgefunden haben, steht das hier alles seit 2018 leer. Bis jetzt auf jeden Fall eine sehr interessante Location, aber es ist verwunderlich, dass dieses Riesenobjekt verlassen ist. Also mit Tennishalle, mit Gästezimmern und ja, ich habe vorhin eine Speisekarte gesehen, da war ein Jägerschnitzel für 10 oder 12 Euro und war jetzt eigentlich auch nicht so teuer. Aber wer weiß, ne? Vielleicht sind wieder mal Gäste ausgeblieben, Einnahmen haben gefehlt. Das geht ja in der heutigen Zeit schneller als man denkt. Und so ein riesen Gebäude hat bestimmt auch ordentlich Unterhaltskosten. Und wenn da die Einnahmen fehlen, ja, kann es ganz schnell mal passieren, dass hier alles verlassen wird. Wir haben vor, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde haben wir es noch drüber gehabt, wo ich gesagt habe, es würde mich nicht wundern, wenn hier noch eine Kegelbahn ist. Ja, und hier und, ist ja. Klasse. Da ist er. So. So, was wollen wir noch sehen? Eine Sauna vielleicht? Oder einen Pool? Ah ja, ein Jacuzzi. Ja. So, Kegelbahn. Zwei Bahnen. Da hinten stehen sogar noch die Pinne. Ja gut, so einen guten Etablissement gehört sowieso. Ja, doch. Cool. Doch, finde ich schon wieder lustig. Hier scheinen auf jeden Fall noch ein paar Gästezimmer zu sein. So wie mir scheint. Etwas altmodisch eingerichtet, aber trotzdem recht gemütlich. Auch wenn hier schon teilweise die Decke runterkommt. Das sind alles Gästezimmer. Ja. Relativ gleich ist. Ja. Was die Einrichtung sagt, anderes. Ja, und die Zerstörung mal mehr, mal weniger.
bitte nicht stören. Aber das ist bestimmt richtig klasse geworden hier. Ja. Robert? Ja? Was habe ich vorhin gesagt? Du möchtest das Sauna sehen oder noch ein Whirlpool. Genau. Und was haben wir hier? Zwar kein Whirlpool, aber ein Pool. Ja. Obwohl, da ist der Whirlpool. Ah, verrückt. Oh, klasse. Ja. Und vielleicht ist ja da hinten noch ein Sauna. Also wenn da schon ein Whirlpool ist, dann gibt es hier bestimmt auch ein Whirlpool. Eine Sauna. Whirlpool. Wenn hier noch ein Whirlpool ist, also da. Ich weiß noch nicht, ob das ein Jacuzzi ist, aber es ist ein Whirlpool. Mit Feuerlöscher drin, ganz wichtig. Es ist ein Whirlpool. Dann schauen wir mal, ob wir noch eine Sauna finden. Massage gibt's hier. Solarienanlage. Und ich würde sagen, hier ist unsere Sauna, oder? Doch, hier ist Sauna. Steht zumindest hier. Klasse. Ja, nett. Also hier ist alles. Ja. Oh, ist das. Na ja, nach dem Saunagang gleich abduschen. Oh, geil. Oh ja, das ist eine Sauna. Ja, siehst du. Sogar hier kannst du schön Aufguss machen. Naja, mit dem hättest du machen können. Aber hier riecht es auch ein bisschen nach Sauna, finde ich. Und hier hat jemand was gegessen. Und getrunken. Da, rechts, links von dir ist ein Radler. Oh, das schmeckt sogar gut. Mit der Bar jetzt im Hintergrund kann ich sagen, ich glaube, wir haben jetzt soweit alles gesehen. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Ja, war ein sehr interessantes Gebäude auf jeden Fall, sehr interessanter Lost Place. Aber wieso das hier jetzt verlassen ist, das kann ich leider nicht beantworten. Also ich vermute mal trotzdem, aufgrund der Tatsache, dass hier ja trotzdem ein Pool und eine Sauna, Massageräume und hier die Tennishalle und alles unterhalten werden musste. Und das ist ja nicht gerade billig. Und dann sind wahrscheinlich vielleicht noch die Gäste ausgeblieben, weil ja, es ist dieses Objekt, das ist ja mitten irgendwo und nirgendwo. Deswegen vielleicht die Gäste ausgeblieben, keine Einnahmen mehr gemacht und ja. Dann irgendwann einfach Insolvenz gegangen. Man weiß es nicht. Könnt ihr gern mal eure Theorien unten in die Kommentare schreiben. Bin gespannt, was ihr so glaubt. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.